Ich glaube, für unseren Knödel oder für unser Klößchen, für die Suppeneinlage, nehmen wir 405er Weizenmehl, oder Simon? Das machen wir. Da fahren wir sicher durch. Also Kartoffel ist Grundmasse, klar. Genau, die habe ich gerade durch die Presse gedrückt, vorgekocht. Ich mache jetzt hier das Mehl hinzu. Jo. Du kannst mir das einmal reingeben. Ein Ei hinein, ja. Dann mache ich etwas Maisstärke dazu. Sollte jetzt die Masse etwas zu fest sein, kann man ruhig etwas mit Ei nochmal nacharbeiten, dass er fluffig bleibt. Also noch ein Ei rein? Gerne, ja. Okay. Aber es kommt auch, wie gesagt, auf die Kartoffeln an. Mehlig kochen, das ist echt perfekt. Und dann tun wir es alles gut verrühren. Würdest du mir gerade etwas Salz hinzugeben, bitte? Ist das das Komplette hier? Ein bisschen. Du sagst Stopp, ich bin da sonst zu... Ja, ein bisschen, doch, super, perfekt. Ja, okay. Ich habe zwar schon ein bisschen Salz ins Wasser gemacht, aber so können wir es natürlich gut verarbeiten. Und das ist auch der Klassiker, wenn die Klößchen dann im Wasser sind und sobald sie oben schwimmen, sind sie fertig. Fertig, ja, genau, richtig. Ich mache jetzt noch ein bisschen Pfeffer hinzu. Jo. So, und dann ist Handarbeit gefordert, dass man richtig schön kneten kann. Von der Konsistenz her. Was natürlich auch schön ist für die Farbe, zum Beispiel, wenn ich etwas Maisstärke, ein bisschen Backpulver ins Wasser mache. Dann wird sie dementsprechend ein bisschen farblich, ein bisschen heller. Aha. Die Knödel. Aber wir tun sie ja nachher kurz in Butter etwas ausbraten, dass wir ein schönes Aroma kriegen mit der Butter, ein bisschen braune Nussbutter machen und dann die Knödel hinzugeben. Ja, wenn so ein bisschen Butter dran kommt, das ist immer gut für den Geschmack. Ja. Nee, und auch für die Jahreszeit, hast du ja gesagt, brauchen wir was Vitaminreiches zum einen, das haben wir ja aber im Rotkohl und in den Äpfeln, aber auch was, wie sagt man so schön, Habhaftes. Kann ich mal anfassen jetzt, guck mal von der Konsistenz her. Hände sind sauber. Ja. Das ist eine richtig schöne Konsistenz. Das ist eine gute Konsistenz, absolut. Und ich werde jetzt mal Wie groß werden die? Ich fahre mal den ersten ab. So. So, und jetzt legen wir mal rein ins Wasser. Kocht aber nicht, ne? Es kommt jetzt gerade langsam hoch. Ich tue es mal ein bisschen. Sollte kochen. Es sollte kurz einmal aufstoßen und vorsichtig ziehen lassen. Aufstoßen. Nicht Sie, sondern das Kochen. Ja, passt. So. Gut. Und genau, das Wasser ist bedeckt. Jetzt kommen die anderen vier rein, dann läuft die Sache. Die Rotkohl-Apfelsuppe mit Kartoffelklöße. Genau. Ich habe hier die Klöße, schwimmen jetzt oben. Du könntest jetzt die Klöße rausholen. Ich habe hier schon mal Butter erhitzt. Das Wasser, Entschuldigung, das Wasser soll nicht kochen bei Genau, nur Klößen. Sieden lassen. Einmal aufkochen lassen, sieden lassen und fertig. Okay. Ich habe hier schon die Butter, die lassen wir gerade schön braun werden. Und wenn die Butter schön braun ist, darfst du schon die Klöße dazugeben. Im Ganzen oder soll ich die irgendwie einmal halbieren? Im Ganzen, wir halbieren sie nachher, dass sie rundum schön kross sind. Gut. Ich habe jetzt hier eine Knoblauchzehe, die gehört zu unserer Suppe. Die habe ich schon gemixt. Eine Knoblauchzehe, super. Ja, nur eine. Und was kommt an Kräutern dazu? Zitronenthymian, dass sie eine schöne Säure haben. Und Grisse, jetzt darfst du zugeben, genau. Das passt schon noch. So, tipptopp. Ganz langsam, kein Stress, Florian. Ja, ja, ist alles klar. Guck, jetzt haben wir schon eine schöne Farbe. Läuft. Guck mal, ich mache jetzt hier die Grisse dazu. Die lassen ein bisschen tanzen. Guck, schön, so wollen wir sie haben. Ah, das sieht lecker aus, wie als wäre Zimt drauf. Ist aber nicht, ist nur die Nussbutter. Und jetzt kommt hier nochmal, wo ich schon gemixt habe, den Knoblauch drunter. Du darfst etwas Salz hinzugeben. Noch? Hast du schon abgeschmeckt? Nee, noch nicht. Mach einfach mal rein. Das Schöne in der Suppe ist so, wir können mit Honig wieder neutralisieren. Also mach ruhig ein bisschen mehr rein. Okay. So, perfekt. So. So. Aber du passierst sie nicht, das heißt, die Struktur vom Rotkohl soll schon noch da bleiben. Genau, die lassen wir drin. So einen leichten Biss haben. Ja. Der ist auch schön gegart jetzt. Also, bevor ich ein bisschen haben, das mal reinriechen. Jetzt riecht so schön das Thymian-Aroma vom Zitronenthymian. Ja, gut. Ein bisschen Pfeffer. Zitronenthymian, das müssen wir uns merken. Das ist eine gute Sache. Und ganz wichtig, etwas Honig, dass wir es wieder in die Spur kriegen. Zwischen der Schaufe, ruhig ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, also ein bisschen heißt bei dir auch ein Löffel, ein großer Löffel. Ein großer Löffel, genau. So. Jetzt tue ich einmal umrühren, dann zieht der Honig noch ein bisschen durch. Aber wir können schon mal probieren, wir zwei. Gut, dass du es endlich sagst. Hast du mir auch einen Löffel kurz? Weil ich habe ehrlich gesagt noch keine Rotkohlsuppe, keine Apfel-Rotkohlsuppe gegessen, noch nie. Bin mal sehr gespannt, wo das hingeht. Sehr gut. Bist du zufrieden? Ja, ich würde noch ein bisschen Salz dazu tun. Gerne. Weißt du, obwohl ich da schon einiges reingehauen habe, Salz, kann man doch, verträgt's noch. So. Gut, das war das. Die Suppe ist fertig. Genau, richtig. Ich habe jetzt schon mal die Knödel raus. So sieht aus, als wir haben richtig schöne Röstaromen dran, richtig schön braun. Nussbutter. Genau. Gut, ja. Jetzt haben wir die Suppe hier reingemacht mit den Knödeln, haben wir halbiert. Jetzt ein bisschen Teigrisse drauf, dass wir eine leichte Schärfe haben. Teigrisse? Genau. Darf ich da mal ein Blättchen so nehmen? Unbedingt, nimm mal. Kommt die aus Thailand oder heißt sie nur so, weil sie scharf ist? Die heißt so, also ist eine Zucht. So. Oh ja, ist doch. Aber die gibt einen schönen Schlag. Wir haben hier immer noch eine schöne
Zitronen-Thymian-Geschmack, also es ist erfrischend, eine leichte Schärfe. Die Farbe ist vor allen Dingen super. Die Farbe ist wirklich spektakulär. Der Teller ist schon fertig, ja?